Also wir machen eine Gruppenarbeit und wir wollen einen Experten interviewen, so wie du mich gerade. Hallo Tulin, welche Gruppe? Ich bin in der Expertengruppe. Und was macht ihr dort? Wir bereiten Fragen vor, um einen Experten über Computersucht zu interviewen. Und was habt ihr bis jetzt gemacht? Wir führen gerade einen Probedurchlauf durch, wie wir den Experten interviewen werden. Gut, danke schön für das Interview. In der vierten. Einer bleibt oben. Was macht ihr hier dort in der vierten Gruppe? Und das Fenster wieder zumachen. Unser Drehbuch machen und dann okay, was habt ihr also bis jetzt schon alles geschafft? Wir haben gerade die Hälfte des Drehbuchs, also Storyboards, gerade fertig gemacht. Okay. In welcher Gruppe bist du? In der Spielgruppe. In der Spielgruppe oder Spielfilm? Spielfilm. Okay, was macht ihr hier? Wir bauen einen Spielfilm zusammen. Also wir sind gerade dabei, das Drehbuch zu schreiben. Okay, und was habt ihr eigentlich bis jetzt geschafft? Wir haben uns mit der Technik vertraut gemacht und den Anfang des Drehbuchs geschrieben. Okay, danke für das Interview. In welcher Gruppe seid ihr? Wir sind in der Umfragengruppe. Okay, und was macht ihr hier? Wir machen gerade mit der Technik. Wir beschäftigen uns gerade, wie wir nachher dann bei den Interviews mit der Kamera umgehen und so. Okay, und was habt ihr bis jetzt gemacht? Wir haben bis jetzt Fragen aufgestellt, die wir bei dem Interview stellen können. Und ja, wie gesagt, gerade machen wir mit der Technik noch. Okay, und jetzt zu Isabel. In welcher Gruppe bist du? Umfragengruppe. Also in derselben Gruppe, okay. Und was macht ihr hier? Technik, wie bereits schon erwähnt. Ja. Okay. Okay, danke für das Interview. Ja, bitte. Danke. Creative Gaming. Okay, dann sage ich danke für das Interview. Wir möchten uns jetzt ein paar Fragen stellen. So, die erste Frage, was habt ihr heute schon so geschafft? Wir sind mit den Dreharbeiten fertig geworden. Wir haben als erstes die ganzen Teile ausgeschnitten, gemalt und ja, haben das dann erst so grob gelegt und dann haben wir gefilmt und sind jetzt auch fertig. Wir müssen jetzt nur noch schneiden. Was hat euch am besten gefallen? Dass wir mit der Kamera aufnehmen dürfen. Ich die ganze Zeit so eine Kamera in der Hand haben kann und da halt die ganze Zeit irgendwas ausprobieren kann und so. War etwas, was anstrengend war? Ja, was euch nicht gefallen hat? dass die Tonaufnahme. Die ja, war weil sehr schwer. Warum war das? Steckt mir das ins Ohr oder so. Ja, weil wir mussten halt die ganze Zeit alles doppelt und dreifach aufnehmen. Und ja, weil wir uns immer versprochen hatten und dann haben wir immer gelacht und sehr viel gelacht und ja. Okay, was habt ihr heute in eurer Gruppe gemacht?
Wir haben heute viele Interviews geführt, waren auf dem Heimmarkt, haben Passanten befragt. Und jetzt waren wir gerade eben dabei, die Videos schon mal zusammenzuschneiden. Okay, wie hast du dich da gefühlt bei der Aufnahme? Es hat ziemlich Spaß gemacht, weil man einfach mal die Technik kennenlernen konnte. Sonst hat es dir gefallen bei der Aufnahme? Ja. Und wie habt ihr das mit der Aufnahme gemacht? Habt ihr auf der Schulter die Kamera getragen oder mit einem Stativ? Ja, also wir haben ein Stativ genommen, haben da die Kamera draufgepackt und damit wir auch ein gutes Bild hatten. Okay, danke für das Interview. Herzlich willkommen zu unserem Interview. Wie heißen Sie? Ich heiße Tom. Und was machen Sie gerade so? Ich habe bis gerade eben Interviews geführt und jetzt interviewen Sie mich. Und Sie haben ja verschiedene Menschen interviewt. Was haben Sie denn da so für Fragen gestellt? Ja, was Sie heute machen, wie Ihnen das gefällt und ja. Ach so, und wie haben die Leute auf die Frage und ja geantwortet? Da ist mir gerade das habe ich nur so gesagt, weil mir nicht mehr eingefallen ist. Ach so, okay. Dann, was haben Sie noch so an Fragen gestellt oder was waren so die Antworten? Die Antworten waren relativ... Jetzt hör auf, Fabio.